Weil jetzt gerade so schön ruhig, ne? Und ich sag es noch. Hallo? Ganz ruhig. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall, ich weiß nicht. Einmal Rollstuhl bitte. Ich habe einen Schlaganfall. Ich hole Sie einmal kurz ab. Geht's bei Ihnen? Geht's? Gucken Sie mal, hier können Sie sich einmal hinsetzen. Als der Herr Richter zu uns in die Ambulanz gekommen ist, war er sehr, sehr aufgelöst. Man konnte auch direkt Prellmarken und Abschürfungen im Gesicht erkennen. Zusätzlich hatte er Nasenbluten. Er hat immer wieder gesagt, ich habe wahrscheinlich einen Schlaganfall. Wenn Patienten das schon selber so äußern, da bin ich natürlich in absoluter Alarmbereitschaft. Jetzt erst mal ganz in Ruhe, was ist passiert? Das ist mein Bruder und das sind meine Kinder. Und ich wollte meine Kinder bei meinem Bruder abholen. Ja. Und ich sehe nur, wie mein Bruder seinen Wagen in die Garage fahren will. Und mit einmal gibt er Vollgas und fährt gegen die Wand. Okay. Er sagt, er kann nichts mehr sehen. Er könnte ganz schlecht sehen. Und deshalb hat er jetzt richtig Panik bekommen. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Unser Vater hatte nämlich einen Schlaganfall. Das fing bei ihm mit Sehstörung an. Okay, beim Schlaganfall wird ein Teil des Gehirns plötzlich nicht mehr mit Blut und damit mit Sauerstoff versorgt. Zudem kann es natürlich zu Hämatombildung kommen, was noch zusätzlich Druck ausübt auf das Gehirn. Als Folge können halt Nervenzellen absterben. Hier ist es ganz besonders wichtig, schnell zu handeln, schnell eine Therapie und Behandlung und eine Diagnostik einfach einzuleiten. Wir sagen da, time is brain, ganz wörtlich übersetzt, Zeit ist Gehirn. Das soll sagen, je schneller man handeln kann, je schneller man dem Patienten helfen kann, desto mehr Gehirngewebe kann man retten. Haben Sie denn sonst irgendwelche Beschwerden, bis auf das Sehen, haben Sie jetzt gesagt? Sonst habe ich nur das Gefühl, dass ich die Sehstörung habe, dass ich da ganz schlecht sehe auf dem rechten Auge. Ist auch ziemlich gerötet, ne? Ich würde Ihnen einmal ganz kurz da reinleuchten. Wundern Sie sich nicht, das ist ein bisschen hell. Sie können die Augen aber auflassen, ja? Ja. Okay. Komisch. Was ist? Also auf der rechten Seite ist so ein bisschen die Pupillenreaktion verzögert. Warten Sie, ich gucke noch einmal ganz kurz. Ja. Okay, also wir machen auf jeden Fall sowieso von beiden CT, ne, dass du das schon mal anmelden kannst. Ich mach mal ganz kurz, du kannst nur einmal auf sie drauf gucken, ob es so weit ist, scheint sie mir in Ordnung. Bleiben Sie gerade mal einen Moment liegen. Die Schwester, die wird Ihnen jetzt hier das Monitoring anlegen. Ja. Dann legen wir Ihnen Zugang auch, ja, und nehmen auch gleich mal Blut ab, okay? Ja. Ja, ich gucke mal gerade hier nach Ihrer Nichte, ja, und dann komme ich sofort also wieder. Also mit dem CT dauert noch einen kleinen Moment, aber wir sind ja eh noch nicht durch hier. Okay, ne? Gut. Soll ich dir was helfen? Ja. So, dann gucke ich einmal bei Ihnen. Dankeschön. Das ist ja schon mal in Ordnung. Vitalparameter waren okay bei ihr. Ja, okay. Einmal die Augen. Okay, gut, das stimmt. Haben Sie irgendwelche Beschwerden? Die Nase, ne? Und hier. Da wollte ich jetzt gerade mal nachgucken. Sie haben jetzt vorne auch gesessen? Ja. Und der Airbag ist ausgelöst worden? Okay, ich gucke jetzt einmal. Ja, da haben Sie natürlich jetzt die typische Verletzung, die man dann vom Gurt hat, ne, wenn man da so in den Gurt reinrauscht. Ich taste mal ganz vorsichtig ab. Geht das? Tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh, okay. Ich gucke noch mal gerade, wie hier der Schulterstand ist. Okay. Können Sie den Arm bewegen? Ich meinte den anderen jetzt, weil Sie da die Prellmarke haben. Ja. Geht? Okay. Geht. Wir röntgen das auf jeden Fall auch, ne? Die Sina Busch, die ja auf dem Beifahrersitz gesessen hat, hatte auch Verletzungen, unter anderem durch den Airbag. Sie war aber sonst stabil. Sie hatte natürlich auch ein paar Abschürfungen, ein bisschen Schmerzen. Da konnten wir mit dem Schmerzmittel aushelfen, aber ansonsten hatte sie keinerlei Auffälligkeiten. Dann würde ich sie einfach gerade noch hier so liegen lassen und dann kümmere ich mich gerade noch mal um den Onkel. Ja, wo mein Onkel gerade genießt hat. Der hat im Auto auch genießt. Und vielleicht hat er deswegen das Lenkrad. Ach so. Ach so. Vor die Hauswand. Wir haben ein bisschen Angst, weil der Opa auch so gestorben ist. Ja. Aber dieses Niesen, hat er denn jetzt einen Infekt? Oder, Er hat wohl eine Pollenallergie. Er reagiert wohl auf Pollen, aber es ist nicht so schlimm im Moment, sagt er. Ach so, ja, aber wenn er jetzt so niesen muss, dass er dann. Das ist jetzt wohl Kräftinin, haben die Mädchen erzählt. Okay, also Sie haben jetzt das Gefühl, er hat die Kontrolle verloren oder was durch das starke Niesen? Das, dann ist das ja schon heftig, ja, ne? Ich guck noch mal gerade bei ihm, ja? Da niest er schon wieder. So, ich würde gern aber hier die Nase noch mal sauber machen und hier noch einmal gucken. Ich taste mal ganz vorsichtig ab. Tut Ihnen das weh? Nein, aber. Das ist auch alles stabil.
Sie machen sich Sorgen wegen Ihrem Auge, ne? Ich muss. Gut, also, wir machen das ganz kurz mal sauber. Ja. Und Sie haben jetzt eben das schon thematisiert, dass da bei Ihnen in der Familie schon ein Schlaganfall gewesen ist. Genau, und Sie machen sich jetzt so große Sorgen, ja, ne? Genau, richtig. Das mit den Sehstörungen müssen wir natürlich abklären. Ich mache auch jetzt gleich ein paar Tests, aber es ist schon so. Ich weiß, dass man dann immer Angst hat, wenn man was schon mal erlebt hat. Ja. Aber es ist natürlich nicht so, dass das dann immer direkt ein Schlaganfall ist. Mhm. Ne? Herr Richter hatte ja über Sehstörungen geklagt. Über die Ursache konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nichts sagen. Da kommt natürlich viel in Frage, von harmlosen Erkrankungen eben, aber auch über wirklich harte Erkrankungen wie intrakranielle Blutung, Hirntumor oder sonstige chronische Erkrankungen auch. Das muss wir noch herausfinden. Ich würde jetzt ganz gerne die beiden dann zum CT bringen, wenn die soweit sind. Wir können gerade noch das mit Steri-Strips versorgen. Nur, dass man da eben ganz sicher geht. Mhm. Ne? So, das würden wir dann noch machen. Mhm. Na? So. Okay, und mit der Nieserei ist es denn jetzt besser geworden? Weil Sie sagten jetzt diese Pollenallergie. Normalerweise kann man da ja auch was gegen machen, aber so Tabletten oder sowas nehmen Sie jetzt nicht ein? Nee. Das würde aber schon natürlich die Sache ein bisschen erleichtern. Ne? Gerade Pollen im Frühjahr, Sommer hat man das Problem ja. Ne? Okay. Inzwischen leiden immer mehr Menschen an Allergien wie Heuschnupfen. Das kann natürlich ein starkes Krankheitsgefühl hervorrufen. Die Nase tränt, die Augen tränen und dadurch natürlich den Alltag sehr stark einschränken. Als Ursachen ist natürlich hier auch die Umweltverschmutzung zu sehen, aber auch das mildere Klima. So können halt Pollen von weiter her hier hinkommen. Da sollte man sich natürlich medikamentös behandeln lassen. Die Ärztin erfährt, dass der Allergiker vor dem Unfall mit seinen Nichten einen Spaziergang im Park gemacht hatte. Damit war er den Pollen verstärkt ausgesetzt. Auch die zweite Mitfahrerin will Birgit Maas untersuchen. Die 16-jährige Linda Busch verheimlicht aber etwas. So, genau, sie wollte ich nämlich gerade einmal bitten, sich hier hinzusetzen. Zieh doch mal deine Jacke aus und einmal angucken. Setzen Sie sich einfach mal ganz kurz hin, ja? So, die Jacke können Sie einmal bitte ausziehen, ja? Ich komme direkt nach. Das reicht dann auch. Das reicht dann auch. So, ich gebe Ihnen das mal. Die Tochter Linda hat zunächst auch angegeben, sie hat gar keine Beschwerden, war auch absolut unauffällig. Medizinisch unauffällig, aber ich fand sie doch vom Verhalten ein bisschen komisch. Sie hat sich sehr im Hintergrund gehalten, hat sich immer wieder an den Bauch gefasst. Auf Nachfragen hat sie aber keine Beschwerden angegeben. Da war schon irgendwas im Busch. Sehen Sie, hier haben sie nämlich zum Beispiel auch eine Prellmarke. Okay, ich drücke da einmal drauf. Das ist gut. Ja. Heben Sie einmal einen Arm. Ja, sie stützen sich auch ab. Aber sie hält sich die ganze Zeit im Bauch fällt mir fest. Auch und hat, ich glaube, nimm mal bitte deine Hand einmal weg. So, dann würde ich habe das nämlich auch schon bemerkt, ich wollte nur langsam anfangen. Legen Sie sich einmal kurz dahin, dann gucken wir einmal. Es geht, das ist bestimmt nicht mein Blut, das ist von... Ja, das werden wir ja gleich sehen. Aber, legen Sie sich mal einmal hin. Sie haben ja die ganze Zeit sich den Bauch gehalten und das ja, ist eigentlich... Ja, schlecht, ich habe Bauchschmerzen, das war völlig genau, schon, ich wollte einfach nur mal den Bauch abtasten, okay? Und dafür können Sie sich bitte mal hinlegen, ja? Was uns aufgefallen ist, ist, dass halt auf dem T-Shirt ein Blutfleck gewesen ist. Sie hat das direkt abgetan. Nein, 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 das wäre nicht ihr Blut. Nach langem Zureden konnten wir sie überzeugen, doch mal das T-Shirt hochzuheben, dass wir nachgucken konnten. Ja, und das hat uns alle überrascht. Und es war auch genau richtig, dort mal nachzugucken. Oh mein Gott. Ach, du liebe Zeit. Oh, la, 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 la. Was ist du denn da? Okay, gut. Also das erklärt natürlich einiges. Ne? Das ist hier. Gut, das ist schon ganz schön entzündet. Oh Mensch. Nee, also pass auf, vom Gurt kommt sowas hier, ne? Das ist die Prellmarke, das tut so ein bisschen weh. Ein bisschen weh, was ne? zum Säubern. Hier ist irgendein anderer entzündlicher Prozess, sehen Sie, hat sich schon so ein richtiger roter Hof gebildet, das ist älter gewesen, ne? Da müsste ich mal reingucken. Ich hab ein Bauchnabelpiercing stecken. Ah. Soll ich in Zugang legen, ein bisschen Schmerz unterantwortlich. Mensch, du. Ich durfte das nicht. Ich wollte das nicht Nein, haben. Du durftest das auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt da entzündet hat, aber es hat sich großartig entzündet. Mit Geheimhalten kommt man da nicht weiter, weil von alleine heilt das jetzt nicht mehr. Ne? Linda hatte ja sozusagen bei Fahrtantritt schon dieses Piercing entzündet. Ungünstigerweise lief der Gurt jetzt während des Unfalls genau über diese Stelle, durch diesen Aufprall, möglicherweise noch durch Bestandteile der Hose, hat sich dieses Piercing weiter in die Subkutis, also in die Unterhaut reingebohrt. Das musste natürlich jetzt definitiv entfernt werden. Und zwar sofort. Bevor sich die Entzündung weiter ausbreitet und eine Blutvergiftung verursacht. Die Ärztin muss der Schülerin das gesamte Schmuckstück entfernen.
Zu der Sorge um ihren Onkel kommt für die 16-Jährige die Enttäuschung über das fehlgeschlagene Piercing noch hinzu. So, gucken Sie mal, da haben wir den Übeltäter. Ja, also, jetzt kommt die übliche Standpauke. Ich bin auch Mutter, ne? Also sowas besser in Absprache mit den Eltern, ja, weil die, dann hätten sie es direkt gesagt, hätten sich ihrer Mutter anvertrauen können. Ne? So, genau. Grundsätzlich ist es so, dass bei örtlichen Infektionen, wie es jetzt bei der Linda am Bauchnabel war, die Heilungschancen ganz gut aussehen. Aber es kommt ja immer wieder vor, dass Kinder ihren Eltern sowas verheimlichen. Sowas geht nur eine Zeit lang gut, denn irgendwann kann die Entzündung wirklich den ganzen Körper ergreifen, zu einer Sepsis führen und dann wird es hochgradig gefährlich. Die ältere Nichte hat außer Schürf- und Platzwunden keine weiteren Verletzungen erlitten. Auch die Untersuchungsergebnisse des zweifachen Onkels liegen Birgit Maas jetzt vor. Der Medizinerin ist nun klar, warum der Mann unter Sehstörungen litt und deshalb den Unfall baute. Wir konnten Schlaganfall, Gehirnbluten, Tumor schon mal ausschließen. Es gibt, wenn Sie natürlich einen hohen Druck im Auge haben, ne, dann kann das da schon mal zum Platzen von kleinsten Äderchen kommen. Ja? Hypophagma nennt man sowas auch. Okay. Ne, so, und das hat jetzt dieses gerötete Auge gemacht. Beispiele, wie es dazu kommen kann, sind einmal natürlich auch ein Unfall. Mhm. Nur er hatte ja jetzt schon berichtet, dass er vorher auch schon schlecht gesehen hat auf dem Auge. Mhm. Ne? Klar, wenn das so geschwollen ist, Sie sehen es ja. Ja, aber dass man da nicht schlecht sehen kann? Das ja, ist durchaus möglich. Okay. So, aber ich wollte noch sagen, weiter zu den Ursachen. Mhm. Unfall scheidet hier im Prinzip aus, weil er das ja vorher schon gehabt hat. Genau, ne? Ja. So, das andere ist aber natürlich, man hat auch beim Husten, beim Pressen, auch beim Niesen, kann sich da so ein Druck aufbauen, dass es dazu kommen kann. Die Aufklärung der Sehstörung beim Herrn Richter war dann für alle doch sehr überraschend. Es war nämlich so, dass er ja ein starker Allergiker eigentlich ist. Er selber hat das als solches noch gar nicht so erkannt. Er hat sehr stark genießt. Dadurch, durch diesen Druck, sind halt die Äderchen im Auge geplatzt. Zudem haben die Augen auch getränt. Und so ist es dann auch passiert, dass er die Kontrolle über das Auto verloren hat und dann gegen die Mauer gefahren ist. Deswegen würde ich ihn schon raten, wegen der Allergie da schon was zu unternehmen. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man natürlich Tabletten gegen die Allergie nehmen. Aber auf Dauer ist es vielleicht ganz ratsam, mal über eine Hyposensibilisierung oder auch Desensibilisierung nachzudenken. Ja, da wird man schrittweise Und es gibt eben auch Allergiker-Nasenspray. Mhm. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass Sie das wirklich mal in die Wege leiten, weil einfach so unbehandelt lassen. Sie sehen ja, ne, das kann ja noch schlimmer kommen. Und ich meine, jetzt ist es noch günstig abgelaufen. Ich muss mal mit dem Arzt besprechen, unbedingt, wenn das hier alles erledigt ist. Ja, ja, am besten direkt einen Termin machen. Genau, mache ich. Gut, hier. Beim Allergiker ist es so, dass er auf Substanzen mit seinem Organismus reagiert, als wären das die größten Feinde. Pollen zum Beispiel schaden dem Körper ja nicht wirklich, aber ein Allergikerkörper nimmt das als einen großen Feind an und versucht wirklich richtig heftig dagegen zu reagieren, durch Niesen den Fremdkörper auszuschleusen. Manche bekommen sogar Atemnot. Bei der Hyposensibilisierung wird versucht, man nennt sie auch Desensibilisierung, dem Körper, ich sag mal ganz vorsichtig, das abzugewöhnen, dass er diese Stoffe nicht mehr als potenziell gefährlich ansieht, sondern ganz normal und dann nicht so heftig darauf reagiert. Liegen wir beide chirurgische nur eine Nacht zur Beobachtung. Sind ja sonst unauffällig, nur damit wir ganz sicher gehen. Da müssen wir halt immer, wenn sowas ist. Okay, konnte ich Sie ein bisschen beruhigen? Ja, doch. Bin erleichtert. Ja. Ne? Die Prognose für beide Patienten schätze ich ja sehr gut ein. Sie hatten sich ja eigentlich nicht großartig verletzt. Das sind kleine Blessuren, die werden abheilen. Herr Richter allerdings würde ich doch empfehlen, was mit seiner Allergie zu unternehmen, damit es nicht nochmal zu solchen Vorfällen kommt. Der Onkel folgt dem Rat der Ärztin und beginnt eine Desensibilisierung. Durch die zusätzliche Einnahme von Tabletten bekommt er seine Allergie in den Griff. Auch seine Nichten erholen sich von dem Schrecken und ihren Verletzungen. Die 16-Jährige will vorerst kein Piercing mehr.